Hi, mein Name ist Florian Kupitz, bin 26 Jahre alt, komme aus Gelsenkirchen und der Pott ist mein Zuhause. Meine Leidenschaft ist Kampfsport, die betreibe ich schon seitdem ich 14 bin, habe angefangen mit Taekwondo, habe früh angefangen mit Grappling, Jiu-Jitsu und MMA und mit dem Boxen. Ja, zuvor hatte ich 7 Jahre lang Fußball gespielt, da hatte ich nicht so Erfolg, war eher so der langsame, dicke Außenverteidiger. Aber dazu muss man sagen, die dritte Halbzeit haben wir immer gewonnen. Rote Karten waren auch irgendwie alltäglich. Also irgendwie hat man sich dann immer gestresst oder dann kam irgendwann mal der Punkt, hey, vielleicht wäre doch Kampfsport das Richtige. Durfte ich aber nie machen, also meine Mutter hat das immer irgendwie nie gewollt. Selbst irgendwie so Gewaltspiele auf der Playstation, dann musste ich immer heimlich machen. Ja, als ein Nachbarsjunge dann zum Taekwondo gegangen ist und der in ihren Augen vernünftig erschienen ist, hat sie gesagt, ja, geh doch mal mit. So, na, so ist dann quasi ja, die ersten Berührungspunkte zum Kampfsporttraining kommen und ja, dann ging es auch recht schnell weiter mit MMA Grappling, was zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr in den Kinderschuhen war. Ja, da war das Training sehr spartanisch aufgebaut. Man hat ein bisschen gegrappelt, man hat ein bisschen geboxt gegen die Pratze und das war das MMA Training zu meinen Anfangszeiten. Das Training war nicht so wie heute in großen Gyms, sondern einfach in Sporthallen. Wir kamen extra eine halbe Stunde vorher und haben Matten ausgelegt, um trainieren zu können. Und auf der Nebenmatte hat noch ein Judo-Verein mittrainiert. Das heißt, wir waren parallel uns die Matte geteilt. Deswegen weiß man jetzt umso mehr zu schätzen, was man hier zum Beispiel in dem Fight Club Gelsenkirchen hat. Ich bin sehr viel rumgekommen, was den Kampfsport angeht. Ich habe in sehr vielen Gyms trainiert. Auch in traditionellen Gyms, in Box-Gyms, in Thai-Box-Gyms. Habe eigentlich in NRW schon die meisten Gyms abgeklappert. Auch international konnte ich schon Erfahrungen sammeln. Und zwar habe Turniere in Kroatien hinter mir, in Holland. War schon zweimal in Fight-Camps in Thailand, in Phuket. Man sollte am besten, auch wenn man MMA-Kämpfer ist, viel MMA trainieren. Die ganzen Aspekte sind im MMA anders, als die in den traditionellen Sportarten sind. Das heißt, ich boxe anders im MMA als im Boxen. Und ich mache anders Jiu-Jitsu als im Bodenkampf im MMA. Oder ich ringe anders als das Ringen auf der Matte im Freistil oder Greco-Roman auf der Ringermatte. Und diese Situation ist jetzt vor allem auch im Fight Club gegeben. Wir haben echt ein großes Team mit MMA-Kämpfern, Amateurkämpfern. Und es kommen auch immer zahlreiche Leute hin. Treffen wir uns zum Sparring mit dem, zum Beispiel Comic Club Bonn, mit Team Samonte, wo dann immer sehr enger Austausch ist. Und das bringt ja auch einen voran. Also ne, die Zusammenarbeit mit anderen Teams, mit anderen Trainingspartnern. Man sagt immer, MMA ist irgendwie, also es scheint so, als ob es ein Einzel, also eine Sportart ist, die nur einen betrifft. Aber im Endeffekt braucht man auch ein großes Team dahinter, eine Menge Trainingspartner, um halt auch jeden Kämpfer-Typ mal im Training vor der Nase zu haben. Ja, viele Leute kennen mich vielleicht nicht, aber ich bin schon echt lange dabei. Ich habe meinen ersten Amateurkampf gemacht mit 16 und ja, zu dem Zeitpunkt gab es halt noch nicht GMC Olympics, wo man jeden Monat hätte kämpfen können. Und deswegen hat sich über einen längeren Zeitraum habe ich dann 4 Kämpfe Amateurkämpfer gesammelt. Und mit 21 habe ich dann begonnen, Profi zu werden. Habe mittlerweile 5 Profikämpfe im MMA bei der GMC. Ja, ich freue mich auf meinen 6. Kampf. Und da ist der Tapout. Julian Pena! An der Niederlage, da erinnere ich mich noch sehr genau und zwar war die sehr einschneidend, weil zu dem Zeitpunkt habe ich noch in einem kleinen Gym trainiert und war dann quasi so der Beste auf der Matte und habe es irgendwie nie mitbekommen, dass ich auch mal zu Boden gerungen wurde und mal dominiert worden bin und das hat mich in dem Kampf ein bisschen ja, aus der Fassung gebracht und wollte den Gegner halt dann bestrafen. Ja, im Endeffekt bin ich dann in einer Submission reingelaufen und so habe ich dann meine erste Niederlage erfahren und daraus habe ich sehr, sehr viel gelernt. Hab gemerkt, dass ich viel noch mehr rumreisen muss, mich Aufgaben stellen muss, die nicht so einfach sind, mit Trainingspartnern auf der Matte zu stehen, die halt auch erfahrener sind, mich auch mal zurechtweisen. Und ja, das konnte ich in der Vergangenheit sehr gut meistern, indem ich halt viel rumgereist bin, unter anderem auch im Tiger Muay Thai trainiert habe, wo ich mit echten Profis, richtigen gestandenen Profis auf der Matte stande, die mich echt ja, über die Matte geworfen haben. Aber wo ich auch gemerkt habe, dass ich da mithalten kann. Wie kommt es zu meinem Kampfname? Wie schon erwähnt, ich bin aus dem Ruhrpott, bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden und laufe mit dem Steigerlied ein. Und darüber hat sich dann der Name, ja, mein Kampfname, der Steiger, entwickelt. Bei uns gibt es den Spruch, auf Kohle geboren, mit Stahl in den Adern. Wir sind alles harte Malocher. Genauso hart habe ich auch für meinen Kampf gearbeitet. Der Kampfsport hat mich sehr geprägt, auch in meiner Schulzeit. Ich war nie der beste Schüler, aber mein damaliger Trainer Patrick Borg hat mir gesagt, ein guter Kämpfer ist ein schlauer Kämpfer und habe dann alles dafür gesetzt, dass ich mein Abitur schaffe. Habe mich dann gegen eine Ausbildung entschieden. Eigentlich hätte ich gerne ein Handwerk gelernt.
Allerdings habe ich dann gesehen, dass die ganzen Jungs, die dann malucht haben, ja, teilweise nicht zum Training entschieden sind, weil die halt kaputt waren von der Arbeit, weil die alles da gegeben haben. Ich wollte mir das Ganze ein bisschen selber einplanen, habe mich dann dazu aufgerafft zu studieren, was mir am Anfang sehr schwer gefallen ist, aber habe mich da durchgekämpft, habe auch mittlerweile mein erstes Studium abgeschlossen, meinen ersten akademischen Grad. Ich bin Bachelor in Chemie. Jetzt gerade arbeite ich schon und mache noch nebenbei mein Master. Meine zweijährige Pause, die hat sich ein bisschen länger gezogen, als ich wollte. Und zwar natürlich, wie alle mitbekommen haben, Corona kam. Und dann habe ich mich auch erstmal auf mein Studium konzentriert, wollte das zu Ende bringen. Dann haben sich generell in meinem ganzen Leben ein paar Sachen umgestellt. Ich bin aus Hotel Mama ausgezogen, musste mich da erstmal orientieren, wie das so ist. Und war auch neu für mich. Die Pause hat mir ganz klar gezeigt, dass was gefehlt hat, und zwar der Sport, die Linie im Leben und außerhalb der Arbeit. Ja, wenn man ein Ziel hat, dann ist der Alltag geregelter, fokussierter und man lässt sich nicht so gehen. Man hat einen strikten Plan und ich habe gemerkt, das brauche ich und das gibt mir der Kampfsport. Und wenn ich weiß, ich habe in 2-3 Monaten einen Wettkampf, dann regle ich alles so, dass alles passt. Dann plane ich meine Arbeit so, mein Studium so, dass es alles passt und gibt mir irgendwie eine Regel und eine Struktur. Und das hat mir jetzt die letzten 2 Jahre gefehlt und ich bin froh, dass ich die wieder haben kann. Also das Ziel wieder vor Augen haben kann, kämpfen zu können. Und nach dieser 2-jährigen Pause genieße ich auch es einfach wieder, demnächst im Ring zu stehen, meinem Mann zu stehen und allen meinen Freunden, Familien, Verwandten Freude zu bereiten, wenn ich in dem Cage stehe. Ja, mein jetziger Gegner, damit habe ich es mir nicht leicht gemacht nach der langen Pause, aber ich möchte mich direkt testen. Ich möchte gucken, wo ich stehe, wo ich halt noch hinkommen kann. Wenn man Kampfsport treibt, ist man irgendwie sein eigener Fitnesscoach, ein Physiotherapeut und Koch in einem. Man muss sich mit allen Sachen auseinandersetzen. Und das ist auch irgendwie das Facettenreiche, was nicht nur an MMA, sondern generell Kampfsport ist. Ich weiß halt auch durch mein Umfeld, dass halt viele das Ganze, irgendwie das MMA-Dasein irgendwie oder ja, das alles, was dazugehört, die Kampfvorbereitung, das Gewicht machen, irgendwie nicht so nachvollziehen können. Aber trotzdem ist es irgendwie schön, dann mitzubekommen, dass die Leute bedingungslos mich supporten und mir zur Seite stehen. Und wenn dann mal irgendwie eine Familienfeier abgesagt wird wegen dem Training oder mal der Kartoffelsalat nicht angerührt wird, dann ist da auch keiner sauer und die wissen ganz genau Bescheid, okay, der Florian, der ist jetzt in Kampfvorbereitung und der macht das nicht zum Spaß. Der hat da was vor und das hat er sich als Ziel vorgenommen und deswegen gehen wir ihn auch nicht auf den Sack. Ja, ich kann es kaum erwarten, meine Fäuste endlich fliegen zu lassen in der Rudolf Weber Arena in Oberhausen. Das war ein langer Traum von mir, hier vor Ort im Ruhrpott zu kämpfen. Hatte ich zuletzt 2018. Ja, seid dabei, unterstützt mich, kauft Tickets, entweder bei Ticketmaster oder direkt bei mir. Schreibt mir einfach bei Instagram und ich kann es kaum erwarten.